2:1 Heimsieg von Sohm Alberschwende gegen FC Eck. Goran Milovanovic, glücklicher Sieg heute. Ja, glücklicher. Es war ein schwieriger Sieg. Die Ecker haben uns eigentlich Spielfeld überlassen. Die haben sich ab der Mittellinie aufgestellt in einem 4-4-2 und haben es ganz eng gemacht. Meine Spieler wollten natürlich heute mehr Chancen aus dem Spiel und Druck machen, aber es war ganz schwer zum Durchgehen. Wir waren immer irgendwie am Druck und probieren, aber Chancen waren Mangelware, sage ich mal. Und der FC Eck hat sich komplett aufs Kontern verlassen, sage ich mal. Und irgendwie die zweite Halbzeit haben wir ja permanent nur gespielt, eigentlich wir. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Und bis auf zwei, drei wenige Chancen haben wir nicht viel rausgespielt. Und am Schluss haben wir irgendwie noch vielleicht das Glück des Tüchtigen gehabt, weil wir halt die ganze probiert haben. Und ja, für Decker ist es bitter, so spät ein Elfmeter, aber es war, glaube ich, ein klarer Elfer, weil der juckt in unseren Spieler von hinten rein. Ja, und zum Glück haben wir sie noch verwertet. Auch solche Spiele muss man gewinnen, ja. Wenn man solche Spiele gewinnt, dann wird man auch Meister in der Vorarlberg-Liga. Jetzt ist Alberschwende, bleibt an der Tabellenspitze in der höchsten Spielklasse des Landes. Ist eure Mannschaft schon reif für Regionalliga West? Ja, das ist noch ein bitter Werk. Also es ist eine schöne Momentaufnahme. Wir genießen es im Moment, dass wir in der Tabelle da oben stehen. Aber ich glaube, das können wir erst nächstes Jahr Mitte Frühling sagen. Wenn man dann noch da oben steht, dann hat man vielleicht berechtigte Chancen zum sagen, wir werden um den ersten Platz mitspielen. Im Moment möchte ich das noch nicht sagen. Es sind die Spiele wie heute, erste gegen letzte. Es ist so schwierig, sie zum gewinnen. Also ich glaube, das kann man noch nicht sagen, dass wir schon so weit sind, dass wir über die Regionalliga West reden. Jetzt ist deine Mannschaft, du bist schon 10 Jahre jetzt Trainer in Alberschwende. Warum läuft es heuer besonders gut mit deiner Mannschaft? Ja, der Hauptgrund sind ja einfach in der, wir haben letztes Jahr, wie immer, wir tätigen sehr wenig Transfers. Letztes Jahr haben wir genau diese Transfers von mir geholt, wo wir der Meinung waren, wir brauchen sie. Beide haben sich eigentlich schwer verletzt in der Vorbereitung. Der eine, der Muxl Peter, war das ganze Jahr verletzt und der Eschriff hat das halbe Jahr gefehlt, der Demircan. Höher sind halt alle dabei. Wir haben nicht nur eine gute Elf am Platz, wir haben auch einen super Kader. Ich kann immer reagieren auf kleine Wehwehchen. Heute habe ich den Christoph Sonn, der Kapitän, Hussler, obwohl er Spieler hätte können, vielleicht, wenn es jetzt drauf angekommen wäre. Aber ich habe halt gesehen, du, die anderen haben alle trainiert. Dann bringen wir nur fitte Spieler heute und das ist, glaube ich, sicher im Moment der Pluspunkt vom FC Alberschwende, dass man ein ausgeglichener, guter Kader. Jetzt ist Alberschwende praktisch der Gejagte in der Vorarlberg-Liga, als einziges Team ungeschlagen, zu Hause sowieso schon ein Jahr lang wieder ungeschlagen, 13 Spiele zu Hause nicht verloren. Was ist das Besondere an Alberschwender Sportplatz? Sensationell, ich weiß, wir haben ja ein paar so Heimserien schon gehabt die letzten 10 Jahre. Vielleicht ist es so das, weil wir permanent am Hauptplatz trainieren, die Kampfmannschaft. Vielleicht sind wir darum die Umgebung so gewöhnt und fühlen uns wirklich daheim auf dem Hauptplatz und müssen nicht auf dem Nebenplatz trainieren, dass wir vielleicht uns da gar nicht so wohl fühlen. Ich glaube, dass das vielleicht der Mensch ist. Und da wir sehr viel Alberschwende in der Mannschaft haben, wir haben vor 21 Kaderspieler 17 Alberschwender. Natürlich fühlen sich die Alberschwender auch daheim am wohlsten. Und vielleicht ist es die Mischung zwischen viel Eigenbau und dass wir am Hauptplatz immer trainieren dürfen. Jetzt ist 2012 Andelsbuch in der Regionalliga gespielt, 2014 Bietzau. Jetzt könnte Alberschwende die dritte Wäldermannschaft sein in der Drittklassigkeit. Vielleicht klappt es ja. Ja, wie gesagt, über das möchte ich noch nicht reden. Also wir haben überhaupt keinen Muss zum Aufstieg. Letztes Jahr sind nicht 10 Mannschaften dahinter dabei gewesen. Wir waren auch lange immer in der Schwebe, rutschen wir ganz zurück. Wird es noch eng, wird es nicht eng, weil wir halt verletzte Kette haben. Ich habe letztes Jahr aber schon immer gewusst, wenn alle da wären, hätten wir eigentlich eine konkurrenzfähige Mannschaft. Aber über den Aufstieg oder über die Regionalliga ist es, glaube ich, noch zu früh, weil es sind sehr, sehr harte Konkurrenten da mit sehr guten Einzelspielern. Andere Mannschaften, muss man fairerweise sagen, investieren mehr, haben auch natürlich Spieler aus anderen Ligen geholt. Ja, wir versuchen unsere Tugenden zum Abrufen und ja, schauen wir mal, wie lange wir uns an der Spitze heben können. Dann wird Ländekicker-Voll.at das genau verfolgen, ob Alberschwende, wie sich bis zur Winterpause schlägt und dann im Frühjahr wahrscheinlich wieder berichten. Ländekicker.voll.at und drückt euch die Daumen. Ja, danke. Danke.